Tschüss. Ja, na, ja, tschüss. Ich mach jetzt hier einen Bumper. Leute, ich spiele ein bisschen Diablo. Ich habe mir gedacht, eigentlich warte ich auf den Großmeister, um Schach zu spielen, aber der ist noch nicht da. Vielleicht liegt es an mir, weil ich eine falsche Uhrzeit gesagt habe, aber das gibt uns die Möglichkeit, jetzt hier ein bisschen Diablo 4 rein zu sneaken, denn ich bin im Endgame angekommen. Ich habe das ganze Wochenende durchgesuchtet und es hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun, das ihr zuletzt bei mir hier gesehen habt, denn ich bin jetzt wirklich im Endgame. Ich bin jetzt Torment 2, Paragon 120 fast. Und wir machen jetzt eigentlich nur noch Rift Runs. Obwohl, die heißen, glaube ich, Pits heißen die jetzt, nicht mehr Rifts. In Diablo 3 hießen sie Rifts. Und ja, das ist so, wie es momentan aussieht. Ich krieg also auch die ganze Zeit Items, die eigentlich nicht schlecht sind, hier so eine Unique, manchmal auch Ancestral Uniques. Aber bringt mich alles nicht mehr weiter. Es ist nicht das, was ich suche. Was mich wirklich nur noch weiterbringt, ist tatsächlich Mythic brauche ich jetzt, das sind die lila Items. Eigentlich brauche ich da nur eine Sache. Ich muss mal gerade hier gucken, was ich mit diesem Item mache. Wound Drinker. Poison Enemy ist eigentlich ganz gut, weil ich ja auch Poison. Toxic Skin ist natürlich Quatsch. Bei Uniques bin ich immer so ein bisschen unentschlossen. Ich lege viele davon auch erstmal in die Kiste, weil ich dann immer nicht weiß, ob ich die nicht für irgendein Bild mal brauche. Das hier zum Beispiel mega für ein Thorn-Bild. Bestimmt nicht schlecht. Spinning your heels every second your active cooldown. Ja, komm, alles da rein. Keine Ahnung. So, ein ganz anderer Scheiß. Ich brauche, also was ich brauche ist geile Hosen. Was ist mit denen hier? Legendary Pants. Ich brauche 800er. Item Power 800. Ich zock auf dem PC mit Pet. Das ist jetzt PC. Ich zock Diablo 4, weil hier gerade gefragt wird von Schengen, warum zockst du Diablo 4 auf Playse, nicht mit PC? Das ist die PC-Version, nur mit Pet. Weil mit Pet ist es noch besser spielbar, meiner Meinung nach. Zumindest für den Build, den ich spiele. Ist diese Hose wirklich besser? 98 Dexterity. Und Speed. Dieses Resistance to All ist halt so. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich salvage das alles. Komm. What will it be? Achso, wieso bin ich denn Torment 1? So, und dann zeige ich euch mal, wo die Rifts sind. Oh, The Pit. Ein Whisper? Okay. So, hier sind die Rifts. Das ist das Portal. Das ist auch wieder komplett gut versteckt, ne? Also wenn ihr die Rifts spielen wollt, müsst ihr hier nach Carriga und zu den Riftstones. Es gibt aber, das ist echt ganz cool, in Diablo 4 echt viele Endgame-Aktivitäten, die man machen kann, unterschiedlicher Art. Ich müsste eigentlich, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich müsste eigentlich, ich versuche nämlich Tyrael's Might will ich eigentlich bauen. Ich zeige euch das mal.
das überhaupt hier? Nee, dann war das... Alles hier so verwinkelt. So, hier können wir die Mythic Uniques bauen, die, das sind eben so mit die stärksten Items im Spiel. Die kann man natürlich auch droppen bei bestimmten Bossen, aber die Chance ist natürlich sehr niedrig. Du kannst sie aber halt auch bauen, aber ihr seht es, ich habe die Ressourcen, habe ich halt gar nicht. Mir fehlen also 6 dieser Runen, jeweils von einer Rune. Und ich habe noch keine einzige davon tatsächlich. Und noch einen Resplendent Spark. Habe ich einen von 2 immerhin. Allerdings weiß ich auch gar nicht, wo ich den hergekriegt habe. Und dann könnte ich diese Rüstung schmieden, die ich gerne hätte für mein Build. Aber da bin ich noch ein gutes Stück von entfernt. Das heißt, ich muss diese Runen farmen. Ich kann natürlich auch ein bisschen hoffen. Man kann den natürlich auch beim kuriosen Dude kriegen. Oder ich glaube... Duriel. Theoretisch. So ein 40er Rift werde ich noch nicht schaffen. Wir machen mal einen 35er. 35er Rift. Also ich muss die Bosse eigentlich farmen, sagt ihr. Ist wahrscheinlich schneller, ne? Aber es ist trotzdem so eine geringe Drop-Chance. Mal gucken mal, wie weit wir jetzt hier im Level 35 Rift kommen, aber das sieht ganz gut aus, wie ich hier durchkomme. Die fallen doch schon ganz gut. Aber man merkt schon den Unterschied zu Torment 1 Rift. Wie viel die aushalten. Also 40er Rift würde ich glaube ich noch nicht packen mit dem Equipment. Ja, Bossfarm beschleunigen durch Koop, das ist richtig. Sheng schreibt hier, dass man das dadurch beschleunigen kann, weil du brauchst halt gewisse Ressourcen, um die Bosse, die das droppen können, zu farmen. Und wenn du natürlich mit einer Party spielst, wo jeder diese Ressourcen hat, kann jeder das Gate öffnen, hat man die vierfache Chance, einfach geschossen. Können wir gleich mal gucken. Gleich mal gucken, ob ich eine Party finde, die die Ressourcen hat. Hier komme ich auf jeden Fall sehr gut durch, muss man sagen, ohne größere Schwierigkeiten. Aber man sieht schon so ein bisschen, es dauert hier an manchen Stellen immer mal, bei manchen Gegnern, bei manchen Eliten ein bisschen länger. Am Ende geht es immer darauf hin, den Sweet Spot zu finden zwischen Drops, also Anzahl der Drops und
Geschwindigkeit, mit der man Gegner legt. Also man sollte dann auch nicht zu hoch farmen. Generell kann alles in Torment 1 und 2 droppen, was auch in Torment 3 und 4 droppen kann, meines Wissens. Nur in Torment, je höher das Torment-Level, desto mehr droppt. Also, natürlich erhöht das die Chancen, aber wie gesagt, wenn ich dafür 10 Minuten brauche, um durch eine Pit zu kommen, statt dafür 10 Pits zu machen, auf einem niedrigeren Level, dann lohnt sich's halt nicht, so dass man da den Sweet Spot finden muss, wo man relativ easy und gut durch eine Pit kommt. Aber man merkt dann, finde ich, schon relativ sehr, also man merkt dann schon recht schnell, wo der eigene Build an die Grenzen stößt, wo man dann einfach nicht mehr weiterkommt. Wenn du one-shotted wirst, dauernd, oder zu lange brauchst, um Gegner platt zu kriegen. Okay, Jan kommt um 22 Uhr. Ich kann gerade nicht. Ja, ich kann gleich den Twitch-Titel ändern. Ihr habt das sehr gut festgestellt, dass das nicht mehr Trailmakers ist. Hier merkt man schon, dass das nicht so gut ist. Irgendwas ist stark. Ich weiß nicht was. So, da ist der Boss. Da habe ich natürlich gerade mein Ult gezündet. Ich warte noch ein bisschen. Drank. Dauert schon länger, als mir das eigentlich lieb ist. Also um 10 Uhr gibt's E-Schach. Das ist jetzt hier nur kurze Überbrückung, bis der Großmeister kommt. Ja, wahrscheinlich schlauer, wenn ich ein bisschen Schach spielen würde. So, das war ein Pit-Run. Das ist Diablo 4 Endgame in a nutshell. Naja, nicht ganz, aber was habe ich hier gekriegt? Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Sovereign Mail of Frosty Strides. Und eine Dexterity, das gefällt mir. Healing Received. Oh. Doch was anfangen. Aber Moment. Plus 2 zu Armutheit. Okay,
kriege ich die? Das kann ich switchen. Sockel kann ich hier rein. Nehmen die jetzt einfach, oder? Bei eigentlich ist das... Wie viel haben wir da? 5,9. Das ist eigentlich schlecht. Nee, ich muss... Wisst ihr was? Ich mach das jetzt so. Man muss auch mal was ändern. So. Jetzt machen wir erstmal einen Socket noch rein. Und jetzt machen wir noch den Skill drauf, den wir wollen. Ne? Ich will accumulate 50% of your maximum life loss, die automatic cast and equip defensive. Wo ist denn der? Gibt's doch gar nicht. Da. Menacing Aspect ist es. So, Menacing Aspect ist drauf. Jetzt tempern wir den noch. Ne, vorher machen wir noch Come back and see us. Was wollte ich machen? Achso, wir wollten den Affix ändern. Wo macht man das nochmal? Das macht man das hier auch. Place an affix. So. So, Healing Received. Das wollen wir. Achso, was kriegen wir dafür eventuell? Das wäre geil. Scorch wäre gut. Armored Hide wäre gut. Probieren wir unser Glück. Jetzt wird es langsam teuer hier, Freunde. Resistance to all elements, auch mal nice. Ich glaube, das nehme ich. Das nehme ich, so.
Dann ballern wir noch eine Rune rein, oder? Keine Ahnung, ich bin mir mal unsicher, ob man Runen nehmen sollte oder... Ich nehme Gems, komm. Wahrscheinlich falsch. So, jetzt tempern wir die Rüstung noch. Die kriegt das richtige Treatment hier. Was kann ich hier bauen? Blacksmith Cache. Ach, guck mal. Oh, hier kann man auch für die gamble. 50 Millionen, lol. Think so. So, wir können noch Affixes drauf machen. Zwei Stück, einen defensiven und einen offensiven. Armor Height. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Wir haben Max Armor. Wenn wir dann nochmal... Ja, das ist eigentlich Quatsch. So. Protector, Crushing Hand, Concussive. Touch of Death, Healing Bonus. Ah, sehr gut. Zwar nur 30% von 40 möglich, aber das war der Roll, den ich wollte. Dann machen wir noch einen zweiten drauf. Stinger Size ist gut für mich. Stinger Size 47% von 50, sehr gut. Das hat doch mal gut geklappt. So, jetzt machen wir noch Masterwork. Geht alles ins Geld und in die Ressourcen, aber wir haben genug von allem. Drei. So, und final. Wir gehen nicht noch höher in der Masterwork, weil das mir zu teuer wird von den Ressourcen. Das reicht erstmal. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir hier unsere neue Rüstung. Und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Diese Stinger Size 65% ist natürlich super, weil das ist mein Main-Angriff. Damit können wir arbeiten. So. Dann können wir noch zwei Paragon-Punkte vergeben. Was mache ich denn hier? Wir arbeiten uns hier hin.
So weit sind wir schon im Paragon-Board. Eventuell habe ich ein bisschen gespielt am Wochenende. So, jetzt kann man natürlich überlegen, wir können auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad erstmal hochstellen, weil das bringt jetzt auf Torment 1 ist zu leicht. Torment 3 ist zu schwer, es muss Torment 2 sein eigentlich. Oh, und wir haben übrigens auch noch Tree of Whispers offen. Das machen wir natürlich auch direkt. Ja, Rudinov, ich habe ein bisschen gespielt am Wochenende. Ich gebe es jetzt. Ich bin jetzt Badass. Ich bin jetzt Ripped. Mein Charakter zumindest. Chestplate. Two-Handed Weapons. Alles schlechter als was ich habe. Egal. So, und dann können wir mal überlegen. Wir können wirklich überlegen, ob wir in eine Gruppe gehen. Flur ist es. Viertelstunde. Wir können wirklich überlegen, ob wir eine Party finden. Lord Seer under City. Schön. Boss Lairs. Welcher Boss? Nightmare Dungeon. So, keiner will. Duriel, da. Das will ich. Half Materials, das ist genau, was wir suchen. Join Party. Wir wollen gegen Duriel kämpfen, denn der kann meines Wissens sowohl die Rüstung droppen, als auch den Stab, den ich suche. Den Stab von Kepelecke, oder wie so ähnlich heißt der. Kepelecki. Nein! So geht es nicht. Why you not let me join? Das hört sich gut an. Nee, das hört sich nicht gut an. Das ist im Hintergrund vor meinem Spiel. Komisch. Geht nicht. Hier ist noch einer. Siehst du? So schnell geht das nämlich eigentlich. So. Muss man nur hoffen, dass sie die Materialien haben, um Duriel zu rufen. Das stand da nämlich gerade nicht. Das habe ich befürchtet. Ihr habt jetzt alle nicht die nötigen... Doch, alles klar.
Da ist er. LOL. Wie schnell ging das denn? What the fuck? Das war der Kampf, Leute. Der hat einfach eine Sekunde gedauert. Das ist ja völlig insane. Guckt euch bitte an, wie schnell die den legen. Boah, ist das der Quarterstaff, den ich suche? Nein, Spisanotech, scheiße. Jetzt mach ich. Oh, ich habe keine Shard of Agony. Ich kann nicht. Das ist der Rod of Capillary. Die droppen den einfach. Das ist der Stab, den ich suche. Was geht hier ab gerade? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist der Stab, den ich suche. Allerdings ist er nicht ancestral. Ancestral. Okay, so habe ich noch nie einen Boss gefarmt, muss ich zugestehen. Das ist der Scheiß, den die nicht brauchen, oder was? Die Sachen sind denen zu schlecht, deshalb legen die die dahin. Das ist einfach nur krass. Ich habe keinen Agonies. Das ist der Grind, den ich je gesehen habe, ey. Guck mal, was hier alles liegt. Ja, die Sachen bringen einem gar nicht so viel, ehrlich gesagt. In dem, also die farmen alle nach. Es gibt die Varianten dann auch von den Waffen und den Items immer noch mit 1 bis 4 Sternen. Die farmen wahrscheinlich alle nach 4 Sterne-Items. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Stern. Also wenn du halt so weit oben bist,
dann brauchst du den ganzen Kram gar nicht mehr, der da liegt. Das ist für dich genauso Trash wie die weiße Sachen. Paar gute Sachen hebe ich auf, den Rest schmeiß ich auch weg. Aber wo kriegt man diese? Wo kriege ich diese Shards of Agony? Merged in Gaping Canvas and Southern Hathen with Mucus Liquid to Summon. From Grégoire. Wie viele Materialien die haben, um den jedes Mal summonen zu können. Ich bin mir gar nicht sicher, ob 4 Sterne Items in Torment 2 droppen können. So zwischendurch so ein blaues Ding. Also so ein Rod of Capellacky mit einem Stern oder 2 Sternen wäre natürlich super nice. Ich mache jetzt einfach noch mit, solange die das machen. Ne? Also scheinbar stört es die ja nicht, dass ich hier mitmache.
Ach, das sind Legendaries, okay. Der hat einen neuen Stapel aufgemacht mit Legendaries. Das ist noch schlechter als das. Keiner mehr was? Ich habe keine Shards of Agony. Appreciate that. Thank you. Alter, was hier liegt, ey. Das ist schon fast ein bisschen entzaubernd, den ganzen Kram hier zu sehen. Sind alles Uniques, teilweise Ancestral Uniques. Das war halt einfach mal sick. Jetzt haben die keine Ressourcen mehr zum Farmen. Ich hatte das schon, Endure and Faith, und hier ist jetzt nochmal die, hier haben wir Unique Gloves. Was ist das jetzt? Geh weg. Und hier haben wir den gleichen Handschuh als Ancestral Unique. Den Rod of Capillacky habe ich jetzt so oft. Und dann trotzdem da rein. Muss ich dann entscheiden, welchen ich davon nehme. So, ist der Großmeister da? Aber wir sehen, ich habe jetzt eine von 18 Runen. Eine Feo-Rune habe ich gekriegt. Immer noch keine Lith. Immer noch keine Tech. Eine Feo-Rune. Also ich bin immer noch genauso weit weg von Tyrael Smite wie vorher. Was tragisch ist.
Okay, der Großmeister ist da. So, dann gehen wir hier raus. Okay, aber jetzt habe ich euch ein bisschen Endgame-Grind zumindest gezeigt. Das ist doch auch mal ganz nett gewesen. Habe ich tatsächlich das... Ich habe fast nie in Partys gespielt. Das ist fast schon ein bisschen zu einfach. Wenn man, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt, da jetzt so eine Party zu finden, wo die so viele Ressourcen haben, aber dass ich jetzt irgendwie 15 Mal Duriel in einer Sekunde lege, das hatte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Aber hat Spaß gemacht. Ich habe zumindest den Stab gekriegt, den ich suche, wenn ich in der besten Version, aber zumindest in einer guten. Und das nächste Mal, Diablo, werde ich hier einen neuen Bild präsentieren. Das war nur ein kurzer Ausflug ins Endgame von Diablo 4. Tschüss.